Herzlich willkommen zu einem Part von Let's Fun Heyday! Ja, Mystery Derby geht die nächste Runde. Ihr seht wahrscheinlich, dass ich eine Schiffaufgabe habe. Das liegt einfach daran, dass ich die Hummerspießaufgabe verschissen habe. Ich hätte die schon längst abschließen können, ohne Scheiß. Hier liegt ja sogar noch alles, wie ihr seht. Aber ich bin von der Arbeit gekommen. Und ich wollte nicht direkt das Video machen. Ich hätte direkt das Video machen sollen, ohne Scheiß. Ach komm, mach mal kurz Pause, ne? Dann bin ich eingepennt. Und 5 Minuten, nachdem ich die Aufgabe hätte abschließen können, ist er abgelaufen. Ey, 5 Minuten. Einfach eingepennt. Ey, wie unfair ist das denn? Und ich habe dann aus Frust schon direkt die nächste Mystery-Aufgabe genommen. Nicht, dass ihr denkt, hier, wir machen etwas ohne auf Video. Nein, bei Mystery Derby diesmal nicht. Dann ist die Schiffaufgabe gekommen. Ich habe einfach irgendeine genommen. Ich weiß gar nicht, ob's. Aber links nehme ich garantiert nicht mehr. Links ist hässlich. Und ja, das frustriert mich sehr, muss ich sagen. Also, boah, ich war. Also, mitten am Tag eine Aufgabe zu verkacken wegen eingepennt. Das. Und jetzt kommt hier auch noch frustrierenderweise Hummerspieß bei der Kacke hier. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Boah, das ist richtig. Oh, Scheiße, das ist richtig ärgerlich. Ich habe mich so geärgert eben. Mann. Du kriegst schon so eine Kackaufgabe und dann. Schaffst du noch auf Biegen und Brechen? Extra noch länger wach geblieben und dann. Oh. Die ganze Zeit Sachen rüber gemacht und so und dann verkackst du sie einfach. Ey, das ist so. Beschissen. Naja, ich hätte direkt das Video machen sollen, glaube ich. Jetzt habe ich den Salat. Beziehungsweise den Hummerspieß jetzt. Oh Mann. Aber mir geht es nicht so alleine so. Ich glaube, viele verkacken auch eine Aufgabe hier beim Mystery Derby. Scheiße, scheiße, scheiße. Okay, ein Schiff noch. Das ist ja einfach. Dann haben wir immer noch 3 Aufgaben, wahrscheinlich sogar eher 4, weil ich muss ja dann. Ja, wenn es klappt, halt noch eine weitere machen. Und ich hoffe mal. Ach, es soll einfach keine langsame sein. Ich habe keinen Bock auf. Also, mir geht es eigentlich nicht darum, dass ich irgendwie eine Aufgabe nicht schaffen könnte oder so, weil ich schaffe jede Aufgabe, ne? Also, ne, auch wenn ich hier eingepinnt bin oder so. Aber mir geht es einfach darum, erstens das im Video zu machen, die ganzen Aufgaben. Und zweitens, euch zu zeigen, dass Mystery Derby gar nicht so schlimm ist. Aber wenn ich hier die Kackaufgaben bekomme, wie soll ich euch da zeigen, dass Mystery Derby nicht so schlimm ist? Es geht ja schlecht. Bisher ist Mystery Derby richtig scheiße. Und das, was ich so in der Gemeinschaft gesehen habe, das macht sich besser. Kriegen ja alle so Scheißaufgaben. Aber manche sind ja auch schon mit Mystery Derby fertig oder so. Aber das sind natürlich die Einzelfälle. Ich hoffe mal, dass wir heute hier mehr Glück haben als in den letzten beiden Let's Fun Parts. Das ist übrigens richtig, richtig lange her. Seitdem mal 2 Let's Fun Parts hintereinander kamen, also vom Tag her. Und noch länger her ist es, dass 3 Parts hintereinander kamen. Aber es hängt natürlich auch zusammen damit, dass in der Woche keine Streams kamen. Also Samstag wird wahrscheinlich der nächste Stream kommen. Obwohl heute bin ich ja bei Gizmo im Stream wegen Farm bewerten. Und falls ihr Bock habt, mich mal auf Englisch zu hören, im ganzen Stream, dann könnt ihr dann natürlich gerne vorbeigucken. Aber dann, ich glaube, um 6 oder um 8 geht der los heute. Also Freitag, den 6.12. Für alle, die den nachgucken, den Stream. Das Video. Oder zu spät gucken, das Video, je nachdem. Habt ihr wahrscheinlich bestimmt schon auf dem Thumbnail gesehen. Da gibt es so einen Dekorierungskontest, bin mal gespannt. Ich habe die Farben noch nicht gesehen, welche da mitmachen. Es sind wohl schon. Gab es eine Vorauswahl und davon sind jetzt 10 Farben im Finale. Und die 10 Farben gucken wir uns an. Mit Camilla! Camilla! Alter Hase. Die liegt zwar nur im Chat, nicht im Discord, aber man kann ja mit ihr schreiben. Hehe. So, Schiff Nummer 3. Jetzt geht's rund. Nächste Aufgabe. Jetzt will ich mal was Gutes sehen hier, sonst raste ich aus. Wir nehmen rechts. Please! Oh nein. Ich hasse das Derby. Aber es ist irgendwie so eine Hassliebe, weil, keine Ahnung.
Ich hasse das Derby einfach so, dass ich da wieder einfach wieder mitspielen möchte. Das ist einfach, weiß ich auch nicht. Wie heißt die Alte nochmal überhaupt hier? Schauspielerin. Sieht sie aber nicht aus. Ja, wenn es geht, versuche ich irgendwie jetzt mit Diamanten zu jammen, einfach fürs Video. Aber, gucken wir mal. Sieht nämlich nicht so danach aus, als ob hier vier Schauspielerinnen dabei sind. Ja, eine. Na toll. Ich hoffe mal, dass die Leute hier, dass die Gemeinschaft viele Schauspielerinnen haben. Sonst ist das wieder RIP. Dann müssen wir die letzten Aufgaben in den Streams machen. Oder in dem Stream. Okay, eine habe ich hier. Lucy. Molly. Den besten Namen. Okay, zwei haben wir schon mal. Sind wir schon mal bei drei. Okay, jetzt haben wir keine einzelne mehr. Wir könnten aber... Noch nicht mal eine beschleunigen. Oha. Haben sie mir die schlechteste Aufgabe gegeben, wahrscheinlich von allen. Okay, dann haben wir schon mal zwei. Ich weiß gar nicht, warum ich durchgucke, die stehen sowieso ganz oben. Drei haben wir. Ich guck zur Sicherheit doch mal. Vielleicht hat sich eine untergeschlichen. Okay, drei haben wir. Hier ist keine leider. Vier. Ich habe gerade Klotsche gelesen, Alter. Zucker war ich noch nicht, oder? Anscheinend doch. Los, Leute. Fünf. Bei acht. Einen noch. Einen noch. Ten haben wir auch noch nicht. Einen noch. Ach, kommt schon, ein. Das heißt ja noch nicht mal, dass ich alle bedienen kann, das ist das Schlimme. Einen. Los, Greg. Ihren Greg Master. Nein. Scheiße. Scheiße. Das ist ein Herz. Kann sein. Ich hoffe mal, ich habe mich verzählt, aber ich glaube nicht. Tja, und jetzt? Ich könnte natürlich nochmal den normalen Zug holen. Und dann einfach hoffen, dass da genug Leute drin sind. Das könnte ich machen. Könnte ich machen. Aber erstmal gucken, dass ich jetzt wenigstens die abschicken kann, weil dann wären wir ja schon mal bei 8 und dann muss ich ja noch alle beschleunigen. Ach du Scheiße. Aber alle zugewiesen habe ich jetzt, ne? Naja. Okay, guck mal immer eben. Okay, 4, 5, 6, 7. Ja. 7? Warum 7? 3, 4, 5, 6, 7. Hä? Das wäre aber 8 gewesen. Oh, zwei Städte raus. Hätte vielleicht vorher fragen sollen, bevor ich, Ist
jetzt egal, wenn irgendwie ein Gebäude voll ist, weil ich muss ja sowieso welche beschleunigen. Ich will nur mal eben kurz Platz machen. Und die beiden kann ich ja eh schon mal beschleunigen. Ich darf schon mal zwei Plätze mehr frei. Die muss auch beschleunigt werden. Ja, es müsste sowieso ein paar beschleunigt werden. Aber jetzt habe ich 10 Plätze frei, ne? Müsste ich eigentlich. Gehst du? Danke. Gewehr jetzt rausgestellt? Melli. Erstmal gucken, ob die. Oh, zwei, ja, gut, das ist immer nice. Und Dings. Ey, der hat 17 Stück und keinen einzigen davon. Und Schnatti hat auch. Beide haben zwei. Was ist die denn? Hey, der hat doch nur einen da stehen. Lul. Naja, immerhin ein. Okay, Rest war dann von ihr. Ist ja dann egal. So. Dann können wir auch weitermachen. Hier im Derby. Ich mache alle nach Hause. Langweiler. Jetzt ist nur die Frage, welches Gebäude hatten wir die nochmal? Okay, Kino. Die Andrea. Die Mary. Standcafé. Und Imbiss. Den habe ich mit Tom geholt, das weiß ich. Da bin ich mir 100% sicher. Ehren-Tom. Nice. Okay, wir sind auf jeden Fall fertig mit der Aufgabe. War bei 7. 8 und 9. Nice. Die Aufgabe haben wir geschafft, das ist gut. Nein, ich hab den weggeschickt. Nur weil es zweimal verrutscht ist, diese Kackansicht. Ich bin dafür zu ungeduldig, um zu warten, dass sie erst weggehen. Scheiße. Oh man. Machen wir erstmal Level Up hier im nächsten Streamer. Oh, aber ich kann ja nichts machen. Ich kann ja nichts machen. Obwohl ich war auf demselben Gebäude. Ich auch ein bisschen fail. So, next Aufgabe. Ich bin mal gespannt jetzt. Bin gespannt. Wir machen jetzt das jetzt erst gerade mal Kaffee und Orangen. Schon lange keine Kaffeesträucher mehr eingesammelt. Schon ewig und drei Tage nicht mehr. Naja, muss auch mal gemacht werden jetzt. Hast nur einen geholt. Ja, da stand auch nur einer. Videobeweis haben wir hier. Ja, ihr könnt alle beweisen. Da stand nur einer. Oder brauche ich schon mal eine Brille? Kann auch sein. Okay, nächste Aufgabe incoming. Hat wohl einer geholfen hier hinten jetzt? Yo, oh, danke. Danke, Lenny. So,
Nächste Runde. Wir nehmen die einfach. Oh, Reis. Nicht die Aufgabe, die ich jetzt unbedingt hätte sehen wollen. Also, ihr wisst schon. Was muss ich dir machen? Dreimal muss ich ernten. 180. Nee, zweimal. Was? Oha. Okay. Ich könnte mir auch Reis mit meiner Gelee-Bohnen-Farm rüber machen. Nur zweimal ernten, nice. Okay, dann stopfen wir an der Stelle. Dann geht's gleich da weiter. Dann gehe ich eben duschen und so. Hä, ist das kein Reis? Und dann geht's dann gleich weiter hier. Geil. Also heute läuft es auf jeden Fall viel besser, finde ich, als die letzten beiden Parts. Komischerweise. Vielleicht liegt es daran, dass es einfach das Bad Feeling war jetzt von der Dingsaufgabe. Von der Hummerspießaufgabe. Okay. Ja, Leute, dann sehen wir uns wieder, wenn die Aufgabe fertig ist. Geduscht. Geduscht und frisch. So, Leute. Es ist zwar noch nicht die Aufgabe vorbei, aber ich mache hier einen riesen Ausverkauf. Ich verkaufe jetzt noch mehr. Ich habe schon ein paar Äxte drin. Und ich werde jetzt noch ein paar mehr reinstellen. Ich brauche ein bisschen Platz in der Scheune. Deswegen wird jetzt hier einiges verkauft. Wenn auch. Ja, einfach rein. Rein mit der Scheiße. Ich brauche ein bisschen Platz und deswegen muss jetzt ein bisschen was verkauft werden. Schade, dass ich das nicht im Stream machen kann, aber vielleicht gibt es das nächste Mal auch im Stream. Ah, wohl Decken. Ach komm, scheiß drauf. Wird hier einiges, wie gesagt, verkauft. Ich bin mal gespannt. Da ist auf jeden Fall für alle was dabei. Kommen noch ein paar Äxte. Ich muss mir einfach ein bisschen Platz haben. Hab zu viele Sachen hier einfach nur noch rumliegen. Es werden sich jetzt bestimmt einige ärgern hier, weil es nicht im Stream ist. Aber egal, das machen wir das nächste Mal im Stream, Leute. Keine Angst. Also da kriegt ihr auch auf jeden Fall dann noch genug. Aber warum kauft denn hier keiner die Äxte? Was ist denn hier los? Okay, ja, nochmal Gelee-Bohnen. Wie Platz habe ich denn jetzt? Okay, 300, irgendwas. Ja. Geht noch mehr, geht noch mehr. Ich bin kurz davor, eine Silo und Scheune zu erweitern, aber ich habe mir gedacht, komm, jetzt brauche ich mal richtig Platz. Jetzt muss mal hier richtig einmal drüber gebügelt werden. Ich denke mal, ist ein guter Zeitpunkt. Und für die Gemeinschaft kann man das auch immer mal machen, oder? Ich glaube auch. Komm, machen wir noch hier Äxte. Also Äxte habe ich jetzt genug verkauft, glaube ich. Aber die kriege ich auch eh wieder richtig schnell zusammen. Von daher passt das schon. Auch richtig unangekündigt. Ich habe einfach nur noch reingeschrieben in die Gruppe. Jetzt geht Ausverkauf los. Komm, ich glaube, ich verkaufe auch ganze Landsachen. Ich kriege eh dieses scheiß Klopapier nicht zusammen. Von daher kann ich die auch verkaufen. Es dauert einfach ewig, bis ich diese Kacke zusammen habe. Es ist einfach richtig schlimm. Beim nächsten Mal, wie gesagt, gibt es den Ausverkauf im Stream. Ohne Scheiß. Ist auch jetzt komplett ungeplant gewesen und unangekündigt sowieso. Aber, ja. Einfach einen Ausverkauf hier machen. Ich finde irgendwie, die ungeplanten Sachen, beziehungsweise allgemein so, die Sachen sind immer die besten. Einfach geil. Muss man einfach mal machen. Und dann ist gleich auch die Reisaufgabe fertig. Dauert, glaube ich, noch 10 Minuten oder so. Dann haben wir die auch geschafft. Und ich schwör's euch, wie gesagt, beim nächsten Mal gibt's das im Stream. Dann habt ihr alle was davon. Da haben wir ja auch vorher Platz in meiner Freundesliste. Dann könnt ihr dann auch da reinjoinen, wenn ihr da noch nicht drin seid oder so. Kartenteile.
Markierungsfehler kann ich noch verkaufen. Boah, jetzt habe ich auch viel Platz. Jetzt auch hier richtig Exitus erreicht. Komm, verkaufe nochmal Tingelebohnen. Schaufeln. Ah, Bolzen können ja nicht auch verkaufen, aber Bolzen ist halt das Ding. Den brauche ich dann halt doch mal irgendwann wieder. Komm, wir verkaufen mal 10 Sirup, 10 braunen Zucker, einfach nur. Um ein bisschen mehr Variation zu verkaufen. Hier Sägen können wir mal rein. Nochmal 10 Schrauben nochmal rein. Ja, Espresso nochmal. Das ist, glaube ich, einer der größten Ausverkäufe ever. Ever. Also von mir jetzt. Okay, na nicht von mir. Nicht. Ja, wohl doch einer der größten von mir, ja, weil so viele Äxte und so habe ich noch nie verkauft eigentlich. Aber es gab schon mal größere Ausverkäufe, vor allem zu dem Zeitpunkt, wo das Land noch nicht so heftig erweitert war. Und so. Eigentlich würde ich noch gerne Kracher zum Schluss bringen, aber ich weiß gerade nicht genau was. Einfach nochmal 10 Honigpopcorn. So, das war's. Ende. Das war der Ausverkauf. Nice. Richtig viele Sachen sind hier über den Tisch gegangen. Wie viel Platz habe ich jetzt? Joa. Das ist viel. Okay, extra haben auf jeden Fall einige rausgeknallt. Ne, nice. Freut mich auch, dass... Oh, Amelie hat viel bekommen. Okay. Amelie hat eben noch einen Ausverkauf für mich gemacht. Genauso wie Philipp gleich er machen wird. Genau. Den Ausverkauf, den können wir jetzt mit ins Video nehmen. Wenn er jetzt kann, dann können wir das einfach mit reinpacken. Er wollte nämlich viel verkaufen. Amelies Ausverkauf ist jetzt leider nicht dabei. Aber Amelie hat mir viel Sirup verkauft. Und viel Honig und Honigpopcorn und sowas. Bin ich auch sehr dankbar. Eben kurz hier antworten. Wir müssen jetzt eh auf den Reis warten, auf die Aufgabe. Geht ja ganz schnell. 6 Minuten. Okay, Philipp geht ins Spiel, das ist gut. Dann kriegen wir jetzt einen weiteren Ausverkauf. Wie gesagt, Amelie, sorry, dass deiner jetzt nicht im Video ist, aber... Wie gesagt, der Ausverkauf von mir, der war ungeplant. Ist er, okay. Da gehen wir mal hin. Jetzt muss aber was, jetzt muss was Gutes kommen, Philipp. Also, jetzt ist schon im Video. Jetzt muss was Gutes kommen. Nein, muss nicht, natürlich nicht. Wir warten sowieso auf den Reis, von daher passt das. Hä, wo? Hä? 64? Hm? Lol, bin ich doof? Lol, eiserne Gemeinschaft. Ich bin komplett doof. Schon gedacht, hä? Ich hab glaube ich auch Farbeimer. So, jetzt geht der Ausverkauf los hier von Phil. Boah, er haut direkt mal die Bagels auf den Tisch. Wie in der Burger Bar. Mal gespannt. Oh, wie viel sind das? 20, 40, 60, 80, 100? 100 vegetarische Bagel. Als wenn die jetzt so den Platz tauschen mit meiner Tomatensuppe. Tomatensuppe? Ja, Tomatensuppe. Von der ich auch so viel hatte. Boah, ich habe auch richtig viel Geld gemacht. 100.000 oder so gerade. Und dann kriegst du wieder. die wird niemals leer gehen bei mir, glaube ich. Dann kriegst du sie morgen. Ist ja auch kein Akt. Ja, falls ihr auch mal gerne einen Ausverkauf machen wollt oder so, dann schreibt mich einfach an. Natürlich kann ich nicht jeden Ausverkauf in irgendein Video packen, das könnt ihr, glaube ich, verstehen, aber wenn ihr unbedingt irgendwie auch im Video oder im Livestream sein wollt, dann schreibt mir einfach. Und natürlich Ausverkauf machen oder allgemein sowas ist natürlich keine Pflicht, ne? Alles freiwillig. Also mich hat jetzt auch keiner gezwungen, meine ganzen Sachen zu verkaufen, also...
Oder so, ne? Passt schon. So, wir haben noch 500. Also das reicht locker. Also er hat gesagt, ich brauche 600 Plätze und das reicht. Daraufhin kam auch der spontane Ausverkauf. Karottentorte. Ui. Das Ding ist halt an solchen Ausverkäufen, die dauern immer lang, deswegen kann ich nicht immer einen Ausverkauf dann pro Video oder so machen. Aber da wir jetzt sowieso auf die Reisaufgabe warten, deswegen passt mir das jetzt ganz gut ins Hemd. Wenn wir jetzt 6 Minuten warten müssen. Also für alle die irgendwie den Ausverkauf hier nicht sehen wollen, die können auch 5 Minuten vorspulen oder so. Aber dann verpasst ihr natürlich die tollen Sachen, die hier in den Shop gestellt werden. Die man seltenst in Shops sieht. Ich finde sowas immer cool, so Ausverkäufe. Also nicht, weil ich die bekomme, sondern auch wenn ich irgendwie die irgendwo anders sehe oder so. Ich gucke ja manchmal gibt es auch hier in der Gemeinschaft so Ausverkäufe. Dann gucke ich meistens nur und kaufe nichts, weil ich kriege ja schon richtig viel allgemein und sowas. Deswegen gucke ich da meistens zu. Ich finde das mal richtig cool, was dann so verkauft wird und so. Und allgemein immer dieses Battle, wer das zuerst kriegt. Ich finde das mal richtig cool. Also da bin ich nie gerne bei, also wenn es dieses Battle gibt, aber so allgemein ist das ja cool anzugucken, weil dann immer alles so richtig schnell weg ist und so. Richtig geil. Aber das ist viel. Kartoffelbrot. Auch so viel, vieles Verschiedenes, ne? Manchmal kriegt man da so Ausverkäufe, dann kriegt man von einer Sache richtig viel. Habe ich auch eben, vegetarische Bagel und so. Aber jetzt gerade hier so ist richtig verschieden alles. Wir können auch gleich noch ins Tal gehen, da war ich heute noch nicht. Feta-Kuchen. Glaube, das ist auch das erste Video oder beziehungsweise der erste Stream, wo ich mit gestylten Haaren und mit ungestylten Haaren sitze. Boah, wie viele Sachen waren das jetzt schon? 400? Ja, na locker, oder? Ich glaube ja. Aber echt richtig viel Verschiedenes. Das ist auch richtig selten. Entweder war da Tom häufig am Start oder er produziert halt so viel Verschiedenes. Kann natürlich alles sein. Ja, leider gibt es jetzt diese Ausverkäufe nicht mehr mit richtig viel Brettern und so weiter. Durch dieses Tageslimit, aber ich hoffe mal, dass es bald wieder gibt, wenn dass die irgendwie wieder was umstellen oder so. Das Limit muss weg. Es muss einfach weg. Eben kurz fragen. Latte Macchiato mit Karamell. Kam jetzt überhaupt schon mal irgendwas doppelt, außer vegetarische Bagel und was eigentlich? Kam hier irgendwas doppelt? Also ich wüsste jetzt gerade gar nichts, was irgendwie doppelt kam oder so.
Das sind so Standardsachen jetzt, so Kürbiskuchen, Kleid, das auch Baumwollhemd, Bärentorte. Die hat ja eigentlich jeder so. Ja, Karottenkuchen auch. Armbänder nicht. Die nicht. Und gleich gibt's die nächste Überraschungsaufgabe. Ich bin mal gespannt. Ich müsste vielleicht gleich eine Sprachnachricht machen während dem Stream. Während dem Video. Stream. Stream gibt's übrigens morgen wahrscheinlich. Heute bin ich ja wie gesagt bei Gizmo. Und morgen. Das Problem ist, morgen und übermorgen habe ich halt ein Schachspiel. Liga. Es ist mittags, beides. Deswegen wird es wahrscheinlich auf abends hinauslaufen, dann, dass ich dann abends streame. Boah, er hätte aber echt viel. Okay, Honigpopcorn ist doppelt. Ah, habe ich eben schon gesehen. Das war. Oh, jetzt habe ich noch 53 Plätze. Ich habe eben so viel verkauft. Und noch Bagel hat er noch übrig. 102 Bagel übrigens sind wir jetzt. Nicht 101 Dalmatiner oder so. 101 Bagel. Nein, 102. Ich krieg kleine Sprachnachricht. Noch 43. 39. Nicht, dass ich schon wieder was verkaufen muss. Ich kaufe 1000 Sachen und dann reicht immer noch nicht. 37. 34. Jetzt hier runterziehen, wie beim Daten. 32. 31. In ganz langsamen Schritten. Also seine Scheune ist, glaube ich, gleich leer. Die haben wir komplett inhaliert. 29. 27. Ja, das Problem ist halt, dass ich halt kurz vor mir weiter bin bei Scheune und Silo. Deswegen habe ich nicht so viel Platz. Noch 15. Elf. Fünf. Ja gut, jetzt habe ich natürlich auch Sachen gekauft, die ich normal nicht so brauche. Drei. Mal gucken, ob er es schafft. Vielleicht ist ja auch Ende jetzt, jeden Moment. Oh, scheiße. Da kommen einfach 10 Weizenmittel so von der Seite geklatscht. Jetzt muss ich natürlich nochmal ein bisschen was verkaufen. Ja, Bagel sind natürlich viel. Ah, Grilltomaten kann ich verkaufen. Schokopopcorn, das sind halt so Sachen, die habe ich zum Glück ein bisschen häufiger. Popcorn werde ich jetzt mal nicht verkaufen. Aber es müsste eigentlich reichen jetzt für den Rest von Phil. Ich glaube, er wollte einfach nur einmal sehen, dass ich nicht direkt kaufe, sondern dass meine Scheune voll ist oder so. Oha. Dankeschön. Oha, das war richtig viel. Verrückter, ey, danke. Oh, ja. Ich wusste, er hat bestimmt nur darauf gewartet, dass meine Scheune voll ist. Okay, und Reis ist fertig. Jetzt starten wir direkt in die nächste Mystery-Aufgabe rein. Let's go. Und den letzten beiden allgemein. Ich hoffe mal, die schaffen wir. Let's see. Wir nehmen rechts. Stadt. Okay. Die sollten wir hinkriegen. Ist natürlich nicht so viel Zeit vergangen, seit ich eben in der Stadt war, aber die werden wir jetzt einfach auch mit Diamanten voll machen, weil dann kann ich euch wenigstens noch die letzte Aufgabe zeigen. Gucken wir uns dann die letzte auch direkt an. Okay, da haben wir das Mystery Derby dann heute fertig.
Auch wenn leider dabei war. Warte mal, ist das eigentlich? Ah, vollständig bedienen, okay. Was soll ich jetzt sagen? Nikolaus, was für Nikolaus? Okay, wir brauchen noch 12. Das sollte ja einfach gehen. Die müssen eigentlich auch. Okay, der ist jetzt sowieso fertig. Wie sind im Kino denn welche, die. Okay, 1, 2, 3 sind im Kino. Das war's, ne? Also 3 sind im Kino fertig, das heißt, wir brauchen noch 9. Das passt ja dann dazu, dass wir jetzt noch 10 Leute holen können. Wir holen nur die schnellen, weil die kann man dann für weniger Diamanten dann fertig machen. Natürlich ist an den schnellen dann halt auch der Nachteil, weil Lebensmittelgeschäft ja sowieso ein bisschen schwieriger immer, aber machen wir jetzt einfach mal. Auf gut Glück einfach. Ja, meine Videos kommen immer um 13 Uhr. Außer es kommen 2 Videos an einem Tag. Dann kommen die um 12 und um 16 Uhr. Also wenn. Und wenn meistens dann um 12 und um 13 Uhr keins kommt, dann kommt meistens ein Stream. Aber das werde ich dann immer auch auf Instagram und so. Ja, raushauen. Ja, ich hoffe mal, dass ich die jetzt machen kann, alle hier. Das wäre natürlich top. Mystery Derby kostet mich irgendwie immer viel Diamanten. Also nicht so. An sich, das ist so, also es ist schon kacke, aber es ist auch nicht so kacke, also irgendwie, keine Ahnung. Manchmal will ich dann ja auch im Video oder im Stream dann weiterkommen und wenn dann so mich so eine Aufgabe auffällt, das mag ich dann nicht so. Ja gut, das sind halt alles jetzt fertige Leute. Ich hoffe mal nur, dass da nicht nochmal irgendwie. Das müsste es eigentlich schon reichen, ne? Müsste ich doch jetzt eigentlich alle. Okay, wir brauchen aber bis auf einen, weil einer kommt ja noch aus dem Kino. Na, 3 sind jetzt noch im Kino, das heißt. Okay, die kommen noch raus. Eine kommt noch raus. Ne, 2, Alicia auch noch. Aber bei 17, das heißt, ich muss noch 2 hier fertig machen. Okay. Alles klar. Warten wir jetzt auf Alicia und die andere. Andrea. Andrea. So heißt meine Arbeitskollegin auch. Hat die gerade eine Pirouette gedreht? Heftig. Das waren 86 Sachen, schreibt er. Ja, aber so viel habe ich, glaube ich, dann. Ja, gut, dann habe ich 670 Sachen wahrscheinlich verkauft. Wo ich hatte noch ein bisschen Platz, hatte ich noch vorher. Ja, so in dem Dreh. Wir müssten mal so ein richtiges Doppelstadt-XP-Event spielen, so mit richtig Diamanten ausgeben, so, wisst ihr? Ich glaube, das könnte man auch gut machen. Müssen wir mal gucken. Muss man das sowieso mal durchrechnen, ob sich das lohnt oder nicht oder so. Muss den Stiefel füllen. Was, den echten gibt's denn nicht? Das glaube ich denn nicht. Das glaube ich denn nicht. So. Okay, 2 Minuten müssen wir auf die warten. Derzeit können wir ins Tal gehen. Was wird die letzte Aufgabe? Schreibt mal. Ich würde sagen in den Live-Chat, aber ich bin ja nicht am Livestream. Aber schreibt mal, was ihr vermutet habt, beziehungsweise was ihr jetzt vermutet, was die letzte Aufgabe wird. Ich vermute, die letzte Aufgabe wird eine Beleben-Aufgabe sein. Muss ich hier ein bisschen rumfahren, weil ich hab 93 Sprit, ey, ohne Scheiß. Das glaubt mir wahrscheinlich keiner, oder? Da 93 Sprit. Was ist das denn hier? Tanja, mach die auf meinem Platz.
Ja gut, Hühner brauchen wir nicht mehr. Warum gibt's denn so viele Hühner? Warum fährt der nicht oben rum? Hallo? Wie kann unten rum ein Sprit sein und oben rum auch? Hallo? Also, das möchte ich mal in echt sehen. Ja, komm, wir können wir doch einsammeln dann, ne? Wenn schon, dann sammeln wir halt auch ein. Mal schon daherfahren. Bei den Lady-Hühnern. Aber Welle macht jetzt viel, viel mehr Bock als als es neu war. Kann dann bestimmt auch gleich noch eine Erweiterungserlaubnis kaufen irgendwo. War ich nicht gerade schon? Ach so, da, hä? Doch, ich war da doch schon. Keine Ahnung, ist auch egal. Ja, die täglichen Quests, die schaffe ich nie, weil ich meistens dann immer Welle nicht spiele oder so. Ich brauche eigentlich am meisten jetzt grün, aber wohl, das ist alles ausgeglichen noch. Obwohl, jetzt so langsam brauche ich echt grün. Aber im Moment habe ich keine Auswahl an Wegen, die ich gehen kann, von daher. Könnten auch mal Valley-Derby-Aufgaben kommen, das wäre auch mal lustig. So, bediene 9 Häuser oder so. Das wäre cool. Kann ja so ähnlich sein wie die Stadtaufgaben. Weil jetzt im Moment ist Valley sowieso nicht scheiße, von daher passt das dann. Okay, ich muss hier hinfahren wegen den grünen Dingern. Eigentlich wollte ich nach oben, aber okay. So, und jetzt können wir eigentlich beides machen, ne? Okay, dann machen wir die Lieferaufgabe, weil die dann muss ich wieder hier oben hin. Dann gehen wir dann zur Pizzeria. Ich kann gleich mal gucken, ob ich mir. Wie lange geht die Season eigentlich noch? 6 Tage nur noch. Was? Vor kurz, ne? Muss ich aber noch einiges hier an Dingern bekommen. Aber wahrscheinlich gibt es deshalb auch so viele, ne? Warum gibt es hier nur noch Lieferaufgaben? Da muss ich mir aber recht reinhauen hier mit den. Boah, 60 Grüne. Ich hoffe mal, dass die Belohnung aber jetzt so bleiben, so. Dass man immer so viele bekommt. Oder gibt es auch Grüne? Da gibt's nur Lila. Fahren wir hier hin. Jetzt brauche ich Lila. Oh. Hier gibt's Blau. Was gibt's hier? Lila. Ach komm, gehen wir zu Lila. Oh, 3 Sticker haben wir gefunden. Nice. Aber wie viele Kilometer habe ich jetzt wohl zurückgelegt? Das ist schon einiges an dem Weg, was ich hier gemacht habe jetzt gerade. Okay, blau und lila. Hier nur grün. Blau und lila, hä? Ist doch grün. Oh. Oh, hier gibt's nur lila. Warte mal. Könnte die machen, den machen und dann das Lilane noch. Da kann ich mich erstmal hinstellen, weil habe ich eh. Ich habe noch 23 Sprit jetzt, aber dann kann ich mich dann einfach erstmal hinstellen. Also die Schübe, die können wir uns schon mal kaufen. Alles, was darüber hinausgeht, da müssen wir dann Klopapier holen. Oh, mir fehlt schon mal eine Kirsche. Frechheit. Frechheit. So. Jetzt geht's weiter mit Mystery Derby. Letzte Aufgabe.
Krawatte und Pension nur noch. Aber die sind beide voll. Beide voll. Ach so, oh, hä, warum? Warum noch nicht letzte Aufgabe? Hä? Ach, die ist 1 Stunde, ich dachte 1 Minute. Ups. Okay, Strandkern, muss ich denn im Imbiss beschleunigen? Okay, das war Fail meinerseits. Dann jetzt auf zur letzten Aufgabe. Wir sind fast Ruflevel 61. Aber nehmen wir da rechts. Also eins, also was ich auf jeden Fall gut finde am Mystery Derby ist, man hat nie Aufgabenmangel. Komm schon, 3, 2, 1. Nochmal Start. Ah! Wie ärgerlich. Okay. Aber das ist ja Zeit bis zum Ende, ne? Ja, 3 Tage, 9 Stunden, ja locker. Easy. Da brauche ich jetzt irgendwie nichts mit Diamanten oder so machen. Da gehe ich einfach dann morgen in die Stadt und dann läuft das schon irgendwie so nebenbei. Dann können wir jetzt auf jeden Fall den Rest der Farm endlich managen. Was ich eigentlich schon die ganze Zeit machen wollte. Ja, nice. Was habe ich eigentlich für tägliche Aufgabe? Ey, ohne Scheiß, Welle habe ich jetzt überhaupt nicht gespielt. So richtig. Chili soll ich pflanzen. Muss ich das denn? Nee, dann mache ich das auch nicht. Okay, Teeblätter, dann kann ich da nochmal die restlichen Trauben dahin backen. Weil Teeblätter sind wichtiger als Trauben, deswegen zuerst Teeblätter, dann Trauben. Boah, 3000. 3000 XP. Also ich muss erst die Tiere füttern, sonst habe ich keine Milch. Die brauche ich aber für die Molkerei. Ich wundere mich, dass ich echt noch Platz habe für das ganze Futter. Jetzt habe ich ja keinen Platz mehr. Ich habe nämlich genau noch 10 Plätze zum Ernten. Wow. Dann kann ich jetzt auch die Ziegen füttern. Ist ja ganz praktisch. Boah, genau nur noch 15 Schweinefutter. Das war hier Leben am Limit. Dass ich auch keine besondere, irgendwie eine Axt werde zu beim Ernten bekomme, ist auch komisch irgendwie. Ja, komm, wir machen mal. Ziegenkäse, Käse. Passt schon. Passt schon. Ich brauche Eier. Ich habe keinen Platz mehr in der Scheune, ist das Problem. Woran das wohl liegt? Ja. Achso, ich habe hier noch so viel. Ich könnte eigentlich gleich ein Inserat drauf machen, aber. Nee. Ja, brauche aber trotzdem. Oh, warum habe ich denn jetzt auch immer 40 Platz? Ach, ich glaube wegen den. Wegen dem Käse, ne? Kaufen einfach 30 Eier, das reicht. Sollte reichen, um meine Farm zu managen. Obwohl, war manchmal bei Eiern bin ich mir dann nicht so sicher, aber sollte reichen. Jetzt können wir wieder Gelee-Bohnen machen, ey. Finally, endlich. Ich hatte schon richtig Sehnsucht, nach den Gelee-Bohnen zu produzieren. Ich habe fast geweint vor Sehnsucht. Aber auch noch fast. Ich war kurz davor, mit den Tränen, die flossen schon, aber dann konnte ich sie noch abwenden. Ja, das Derby doch noch ein gutes Ende genommen. Ja, schade, dass ich eingepennt bin, ey, das regt mich immer noch auf. Sowas ist immer richtig ärgerlich. Also ich habe das schon von mehreren gehört, dass die ab und zu mal eingepennt sind bei einer Aufgabe. Ist mir auch schon mal passiert.
Aber halt nicht oft oder so. Aber wenn es dann passiert, dann ist es halt richtig, richtig ärgerlich. Und gerade weil es mir dann schon mal passiert ist und wenn es dann anderen passiert, dann kann ich direkt verstehen, ja. Dann kann man eigentlich gar nicht mehr sauer sein, weil es ist einem ja schon mal selbst passiert. Aber wenn einem das noch nie passiert ist, dann ist man sauer natürlich, ne? Aber wenn einem das dann schon mal passiert ist, dann. Oh ja, stimmt, das war bei mir auch schon mal. Ja. Ich glaube, das war jetzt das dritte Mal oder so, wo ich eingepinnt bin, oder vierte. Ich habe eine Aufgabe versemmelt. Zweimal beim Mystery Derby auf jeden Fall. Also das war eben das zweite Mal. Ja, richtig ärgerlich. Aber willst du machen, ne? Jetzt kann ich es auch nicht mehr ändern, von daher. Beste draus machen und. Aus Fehlern lernt man. Okay, ich kann ja auf jeden Fall einmal am Rad drehen. Zweimal am Rad drehen. Ich drehe hier komplett am Rad. Aber komplett. Jetzt haben wir da 34 Sprit. Oder 45? Ne, 34. Ich komme ja eigentlich auf 45. Wenn, dann wären es 43 gewesen. Ich habe gedacht, die 9 wären noch nicht da drauf gerechnet geworden. Ananaskuchen. Haben wir Erdbeer. Erdbeer und Sahne. Sehr schön. Ich kann sogar süßen Strauß machen, das ist selten. Ich produziere ja auch kein Toffee, ne? Woher denn auch dann? Ist ja noch klar. Ja, obwohl vegetarischer Bagel bräuchte ich jetzt gerade nicht. Das ist jetzt nicht so was. Favorite Produkt Nummer 1, was ich jetzt produzieren muss. Habe ich ja jetzt über 100 von. Oh, er hatte Bartos eben noch Glück. Bartos hat eben eine Mayonnaise gebraucht. Wenn ich vorher meine Farm gemanagt hätte, hätte ich jetzt nichts mehr gehabt. Genauso wenig wie Sahne. Wusstet ihr eigentlich, dass auf der Mayonnaise eine Sahne abgebildet ist? Ich weiß gar nicht warum. Für Mayonnaise braucht man ja keine Sahne. Also in echt schon, aber nicht hier im Spiel. Oder? Nee, ne? Nee. 4 Eier und ein Olivenöl. Aber auf der Mayonnaise ist Sahne abgebildet. Ist mir jetzt letztens eben aufgefallen, seht ihr das? Da ist eine Sahne drauf. Voll komisch. Und man braucht aber keine Sahne dafür. Sehr strange. Also bei manchen Sachen frage ich mich, wie kann das sein? Okay, am Wochenende müssen wir eigentlich ein Level Up erreichen. Das ist jetzt schon richtig lange, dass kein Level Up mehr war. Das Angelkasten ist wieder voll. Ach so, für Fischernetz kriege ich auch Punkte. Oh, habe ich eben gar nicht gesehen. Ja gut, dann kriegen wir natürlich. Können wir nochmal drehen jetzt gleich. War aber eine kurze Welle, oder? War, glaube ich, eine Woche oder so. Gar nicht so lang, oder? Hier konnte ich natürlich jetzt die ganze Zeit auch nichts machen wegen dem Mystery Derby, aber jetzt können wir ja mal eben die Angelköder verballern. Ja, Startaufgabe werde ich dann wahrscheinlich dann jetzt irgendwann fertig haben. Jetzt irgendwann. Nein, also heute hier im Video nicht mehr, aber jetzt haben wir auf jeden Fall alle Aufgaben gesehen. Also Hummerspieß war auf jeden Fall die beschissenste Aufgabe. Ja, Kopfsalat fand ich jetzt nicht so schlimm. Weil es ja eigentlich nur anpflanzen. Ich würde, glaube ich, dann eher die Einzelbesucheraufgabe nehmen, die neuen Schauspielerin. Dann Kopfsalat. Na, wir hatten zweimal Schiff, ne? Der, gut, das ist okay für mich, finde ich. Wir hatten einmal LKW. Mal zweimal Schiff, Schauspielerin. Hummerspieß, LKW. Zweimal Stadt sind wir bei 7. Fehlen nur noch 3. Was hatte ich denn noch? Reis? Sind wir bei 8? Was hätte ich denn noch? Fehlen nur noch 2 Aufgaben. Reis?
Hä, was hatten wir denn noch? Scheiße. Mir fallen zwei Aufgaben nicht ein. Was war das denn? Wir hatten. LKW hatten wir nicht zweimal. Angeln hatten wir auch nicht, das wüsste ich. So, ich muss nachgucken, ey, weiß ich gerade echt nicht mehr. Scheiße, ey, was war's denn? Hä, Kopfsalat dann? Oder hatten wir dreimal Schiff? Nee, ne? Nee. Oder doch? Ich gucke jetzt nach. Okay, Besucher, ja, Besucher, klar. Reis, weiß ich. Schauspielerin, Schiff. Hummerspieß, ja. Ach, Milch, yo. Die Milchkacke. Kopfsalat, Schiff. Hä? Hab ich verzählt? Noch zweimal Schiff, Kopfsalat. LKW habe ich gesagt. Schauspielerin, zweimal Besucher. Reis. Hey, ich bin immer noch bei 8. Hummer, ja gut, okay. Hey, ich habe irgendwas vergessen zu zählen. LKW, Schiff, Kopfsalz, Milch. Schiff, Schauspielerin, Reis, Zucht, Zucht. Irgendwas habe ich vergessen, eben, mal gerade beim Zählen. Da hat mir nur die Milchaufgabe gefehlt im Kopf. Aber irgendwie war ich trotzdem bei 8. Egal, dann war die Milchaufgabe, die mir gefehlt hat. Jonas, bin da. Bin nicht mehr da. Alles klar. Danke für die Info. Danke für die Info. Ich habe kein Gurken-Sandwich. So, ist das die letzte LKW-Aufgabe für heute hier? Bei Greg war ich schon. Ein Greg Master. Geht richtig zum Greg Master. Hat immer gute Sachen für euch drin. Vom Schwarzmarkt. Jo. Okay, Leute, das war Mystery Derby für diese Woche. Wie gesagt, Streams kommen dann abends. Spontan. Aber ich werde es auf Instagram und Discord auf jeden Fall schreiben, wenn ich live bin. Falls ihr noch nicht seid, Instagram-Link, beziehungsweise Name ist genauso wie bei YouTube, bei Instagram. Und einfach suchen. Ist in der Videobeschreibung auch, der Name nochmal. Und ja, Discord-Link ist auch da. Ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video oder im nächsten Stream. Morgen kommt der nächste Farm bewerten. Und das nächste Top 10 Video. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.